60 Jahre Rheinflotte heißt natürlich auch, dass wir ein ganz besonderes Programm für dieses Jahr geschrieben haben. Nicht nur während der Fastelovenzig, sondern auch außerhalb unserer Karnevalzeit haben wir einige Events anzubieten. Und zwar im Mai haben wir den Kölsche Orbit umringt mit einer Schiffstour. Dann haben wir ein Sommerfest am 16. Juli am Lenauplatz hier in Ehrenfeld, wozu ich euch schon alle recht herzlich einlade, mit der Familie zu kommen. Wir haben auch ein Programm für Kinder dabei. Dann haben wir im September noch eine Schiffstour, und zwar feiern wir dann ein Oktoberfest um Ring. Und ihr merkt, es sind ganz große Events, die wir da vorhaben noch. Und dazu lade ich euch alle recht herzlich ein. Die Programme liegen auf den Tischen, könnt ihr euch gerne mitnehmen, damit ihr wisst, wann was stattfindet. 60 Jahre Rheinflotte heißt aber auch 40 Jahre lang haben wir unseren, bekannt geworden als der singende Präsident in Köln, Rudi Spiegel, den ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte. Fast 40 Jahre hat er auf der Kommandobrücke der Rheinflotte gestanden und hat die Geschicke des Vereins gelenkt. Und lieber Rudi, ich weiß nicht, ohne dich wären wir wahrscheinlich heute nicht da, wo wir jetzt sind. Lieber Rudi, herzlich willkommen! Ja, und an seiner Seite stand immer sein Freund, ebenfalls fast 40 Jahre lang. Und zwar hat er unseren Verein gesponsert, er war immer da, wenn wir was gebraucht haben. Bis heute ist er auch für uns da. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Ehrensenator Richard Lenzen. Lieber Richard, herzlich willkommen! Und dann haben wir noch den dritten im Trio. Er ist 33 Jahre im Verein, über 20 Jahre im Vorstand als zweiter Vorsitzender und dann über 10 Jahre als erster Vorsitzender. Ganz herzlich begrüßt Günther Aschenbrock, unser Ehrenvorsitzender. Herzlich willkommen, lieber. Alles, die Kirche hat ja in Köln viel geregelt. Ne? Nur im Moment können die das ja nicht mehr, die haben ja furchtbar mit sich selber zu tun. Ne? Jetzt haben sie ja in Vatikan eine eigene Staubsauger entwickelt, Modell Turbo Benedetto. Ne? Ja, der saugt oben, die Kirchen sind in auf und geht sie direkt unter den Teppich. Ne? Ja? Ne, was die für Unkosten hat die Kirche, das wissen wir ja, gucken Sie uns, die Hölle muss vergrößert werden. Ne?
Ja, ik zeg, wat zal dat? Nee, neem het jij eens voor, kijk hem even steeds daar een naartje hebben los. Ja. Nee, we zijn nog völlig verunsicher, we zijn nog ook teilweise jammer dan een kirsch. Nee? Jetzt wees doch ins Auge Bescheid, neem eens uns zu einem Beistuhl. Nee? Sitzt der Sünder jetzt in den Beistuhl oder sitzt er groß oder gar nicht? Ganze durcheinander, der palavert dann der Kardinal Meissner, hey, der Simultansprecher vom Papst, der palavert den wiederholenden, den Kölschen, der Reinen, der lebt im Sündenbad und so, der Jomora. Ich hatte so einen Hals gehabt, ich sage, Herr Kardinal, wenn sind dann 11.000 Jungfrauen unberührt durch den Lappen gegangen? Dat kunt toch nur deswegen. We wissen dat, we werden ja al älter, blijven gesünder, is ja niet schlecht. Maar de Alzheimer, die steek je ook met. Ja, en die wissen niet meer wat ze maken, sondern die in de kirche, da laufen die dan in lila Bademantel runter. Ik denk, we willen allemaal drie van de Milka-Kühe, zo wat ungefähr. En dan kun je deswegen wel, de Meissner, die is er zo vermessen, die spricht die Wortkölsch. Ik zal aber dat scheiß Latein begrijpen. Bij Jan, da hören ze de Mess, ne? Ich verstehe nichts mehr. Na, een halve Stunde hört de Pastor op, ne? Dan fängt er da an, alle Post zu verlesen, also Briefe von de Korinther, von de. Ne? Ich kenne die ja nicht, die Leute, ne? Ja. Ich habe ihm gesagt, Herr Pastor, kriegt ihr eigentlich die Post aus Ihrem Feld oder nicht? Ik zeg, het kunt toch jood zijn dat in Ierenveld al een jonge man rumläuft die ons een emmerwasser Pietermensje zauberen kan. Dat is er gar niet. Ja, dat is er, wie gesagt, dat is altertum. Die komen niet in de gang. Dat hielt het ja woanders ook. Nehmen ze die deutschen Schlagersänger. Die zijn al zwischen 86. Allemaal, ja. Die komen al wieder. Ik zeg, maar dan maken ze immer jedes jaar een nieuw comeback. Ich sage, das ist die Comeback, das ist eine musikalische Graböffnung, was die da machen. Ja, ja, nehmt ihr doch die Art Köppens an, wie heißt der denn, dem Herr Jotzinger Stiefbruder, der Karol Jotte, ne? Gut, der mit 71 Jahren noch hinter der Biene Maya herjammert. Der ist aber dreimal von dem Tier gestochen worden, das ist schon wieder Zeit. Gewesen, jetzt ist er in Pension. Jetzt brauche ich auch keine Angst mehr zu haben, wenn so eine schwere Jung wie ich, die wichtige See neben ihm steht. Ne? Ja, lieber Jung, ich darf dir den Orden der KG Rheinflotte, den Jubiläumsorden überreichen. Wir bedanken uns recht herzlich bei dir für deinen fantastischen Vortrag und wir hoffen, dass wir uns in dieser Session noch öfter sehen. Bleib gesund, leg viele bis, mach lieber so, wir freuen uns immer, wenn du bei uns bist. Und wir rufen aus auf unseren Jungmann, auf den deutschen Schutzmann an, Reimer von Etze, Kölle! Jungmann! Und die Rheinflotte! Dankeschön! Tschüss! Und zwar für die Spenden, und zwar von der Firma Kubatec, die Kunststoffmafia. 100 Euro an sich 30. Recht herzlichen Dank. Josef Franken spendete 50 Euro. Vielen Dank, lieber Josef. Herbert Haring spendete ebenfalls 50 Euro. Dankeschön. So, und dann darf ich noch Gäste begrüßen, und zwar von der KG Dürscheiner Mesek.
Und zwar Holger Tamor, Heinz Burkhardt, Jürgen Engels, Manfred Dillen, Waldemar Henning, der Prinz von 2010. Herzlich willkommen! Und dann von den Karnevalsfreunden Blau-Weiß Bochum, den Organisationsleiter Hans-Joachim Baldamus und den Vizepräsidenten Philipp Dichand. Herzlich willkommen! Und dann freuen wir uns ganz besonders, dass unsere Freunde, die Limburger, wieder hier sind, mit ihrem Ministerpräsidenten Manfred Thoma an der Spitze. Herzlich willkommen hier, Jungs! Sie haben uns heute noch ein Geburtstagskind mitgebracht, und zwar den Klaus Erdmann. Lieber Klaus, herzlichen Glückwunsch! So, und ganz besonders freue ich mich, dass unser Ehrensenator Dr. H.C. Fritz Schaber auch bei uns ist. Lieber Fritz, herzlich willkommen! Von der Sankt Hubertus Schützenkompanie begrüße ich den Ehrenvorsitzenden Josef Franken und Willi Truge. Herzlich willkommen! Und von der Sankt Sebastianus Schützengilde Köln-Ehrenfeld begrüße ich den König Hans Zeil, den ersten Vorsitzenden Dieter Wollscheid, den zweiten Vorsitzenden Manfred Meyer, den Bürgerkönig Dieter Frechen, Pressewart Wolfgang Hartmann, Stadtkönig von St. Engelbert, Köln, Riel, Willi Meyer. Euch allen herzlich willkommen. Dann darf ich noch ganz herzlich begrüßen von unserer befreundeten Gesellschaft Behandlungsreform von 1976, den Senatspräsidenten Stefan Palopas und den Senatsschatzmeister Udo Klinkhammer. Euch auch ein herzliches Willkommen. So, und jetzt diese drei Finger im Programm. Jetzt kommt nicht nur ein Ohren, sondern auch ein Augenschmaus. Freut euch mit mir auf die Funky Merrill! Ich stehe auf Cowboys in Lederhosen. Wenn so ein Cowboy tanzen kann und auch gut ist, dann zeig ich ihm die Schritte, die Liebe. Jetzt los! Und ruft mich schlauer an. Er möchte schon so lange mal den Garten mit mir fahren. Ja, immer wieder lädt er dich zu einer Spitze ein. So schrei doch, weil wenn ich der Typ bin, dann sagst du lieber nein. Was sagen wir mir denn? Ich brauch kein Cabrio und keine Hosen. Ich steh auf Cowboys in Lederhosen. Wenn so ein Cowboy tanzen kann und auch dann zeig ich ihm, wie schön die Liebe ist. Was ja, Liebe!
uns beide ein. Dann stimmen wir Sinne, die Pussy, Mr. Gott, Johannes. Und es bricht mit jedem Per Du. Und jetzt, Männer, mit euch! Wir bleiben weiter in unseren Leben. Da, wo es Leben noch lebenswert ist. Neu mehr bleiben in unseren Leben. Und spart sich auch Müll, nicht immer nur schöne Sachen. Doch willkommen im Kölsch, für die Löwen herbei. Und schnell können wir auch wieder lachen. Und wer Hunger hat, ja, der bestellt sich im Wunsch. Mit Stolz, weil es nichts anderes gibt. Die Rechnung, die steht an dem Bierdeckel drum. Denn im Kürbis hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserem Leben. Da, wo es Leben noch lebenswert ist. Ja, in der Kneipe in unserem Leben. Da freut mich keiner, was der Rest. Also, wie kommen wir jetzt dazu, neue Senatoren aufzunehmen? Es haben sich Leute aufgedrängt, die nicht zu übersehen waren. Ich darf nach vorne bitten, Michael Pesch. Harald Bergfelder. Hans-Joachim Krause. Ja. Kommen Sie mal bitte da in die Mitte rein. So. Wo ist dann der Vize? Wo ist dann der Nonnenjester? Ich bin auch mal weg. Ist auch mal weg. Darf ich dich bitten, mir zu helfen? Gut. Also, dann fangen wir doch mal an mit dem Ältesten der Jungen, der sich gemeldet hat. Michael Pesch. Ja. So, bei dir. Das muss ich noch gucken. Da steht jetzt drin, ausgefertigt und gegeben zu Köln am Rhein, 27. Februar. Ist falsch. So, das muss März heißen. Aber der genaue Text der Urkunde liest unser Präsident noch gar nicht. Ja, der Senat der Großen Ehrenfelder Karnevalsgesellschaft Rheinflotte von 1951 e.V. ernennt Herrn Michael Pesch zum Senator. Senatspräsident Gerd Mölke. Lieber Michael, ich gratuliere dir recht herzlich. Willkommen im Senat. So, dann kriegst du natürlich auch dazu deine passende Kopfbedeckung.
darf dir deine alte Mütze abnehmen und die Senatsmütze aufsetzen. Und wir rufen auf unseren neuen Senator, Michael Pesch, ein Reimer von Etze, Kölle! Michael Pesch! Und die Rheinflotte! Michael, deine Mütze? Selbstverständlich der Senatsorden noch. Lieber Gerd, das wirst du machen, als Senatspräsident. Machst du auch Fotos oder nur Filme? Willkommen, lieber Michael. Herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir den zweiten im Bunde. Darf ich auch mal vorlesen, der Senat der großen Ehrenfelder der Karnevalsgesellschaft Rheinflotte von 1951 e.V. ernennt Herrn Harald Bergfelder zum Senator. Der Senatspräsident 9. Januar 2011 zu Köln am Rhein. Lieber Harald, herzlichen Glückwunsch und willkommen im Senat. Hier auch die Senatsmütze. Und natürlich auch den Senatsorden. Dem Trio ist unser jüngstes Mitglied im Senat. Ich darf das auch mal vorlesen, der Senat der großen Ehrenfelder Karnevalsgesellschaft Rheinflotte von 1951 e.V. ernennt Herrn Hans-Joachim Krause zum Senator, der Senatspräsident 9. Januar 2011 zu Köln am Rhein. Lieber Hans-Joachim, herzlich willkommen im Senat und herzlichen Glückwunsch. Hier natürlich auch der Senatsorden. Die Trinke Köln kommen ja so. Ja, danke. So, und jetzt ein Foto bitte. Hat der Senat einen Sonderorden prägen lassen, der halt an dieses Fest erinnern soll. Und ich würde, wie das üblich ist zwischen uns beiden, immer, jetzt kriege ich von dir den ersten Orden, sonst darfst du ja keine Orden tragen. So, also ich bitte um den Orden. Selbstverständlich erhältst du im Gegenzug von mir auch den Orden. Auch mich hat gehört. So, dazu muss ich aber jetzt trotzdem noch was sagen. Wie, mach mal. Ja, sofort. So, dazu ist zu sagen, unser Emblem, alles in Silber gehalten, 6 Straßsteine für 60. Geburtstag, hängt am Band, hat sich Glückwünsche dran, ganz doch hier dran, ich schieb dir jetzt den Orden. Dann brauchen wir unseren Karl-Heinz noch als Vizepräsident, kriegst du natürlich auch der Orden, damit wir offiziell die Flagge haben und verbrannt. So, dann habe ich noch eine Bitte, können ganz schnell ein paar Leute nach vorne kommen. Richard Lenzen, Fritz Schammer, Rudi Spiegel, Günter Aschenbruch. So, und der Josef Führer ist nämlich auch noch dabei. Thank you.
Antwort ist auch recht schnell. Wir haben natürlich, das sind sowieso Unikate. Die sind nummeriert von 1 bis 111, aber für unsere speziellen Freunde, für unsere langjährigen Mitglieder, haben wir selbstverständlich das Ganze nochmal getoppt. Also ich darf dir, lieben Richard, ich darf dir den Orden überreichen mit dem Anhänger Ehrensenatspräsident. Dann haben wir natürlich noch einen Ehrenpräsidenten, ebenfalls mit Anhänger. Den kriegst du natürlich von unserem amtierenden Präsidenten überreicht. So, dann darf ich bitten, dass ein drittes Unikat haben wir natürlich, unser Ehrenvorsitzender. Er hat natürlich auch ein Unikat überreicht von unserem Vize-Senatspräsidenten Karl-Heinz. Lieber Fritz, ich weiß, dass du auch knapp an Zeit bist. Ich will noch einmal nicht leblich. Ich rede ganz schnell, auch dir selbstverständlich den Orden. Danke, Fritz. Selbstverständlich auch ganz auf die Schnelle Ehrenfelder, Bürgermeister, Oberbürgermeister von Ehrenfeld, Josef Reyes, auf unsere Ordnung, Remus von Hetze, Rheinflotte, ah! Man sagt immer, das sind die dümmsten Schüler, die wir je hatten, das stimmt aber nicht. Schuld sind die Eltern. Ich hatte in so einem Elternsprechtag eine Mutter bei mir. Ja, ich habe Latein, ich habe kein Deutsch, ne? Und dann sagt Becker, Sie müssen entschuldigen, mein Kind ist nicht faul, sondern nur doof. Ich gebe mir Mühe, ich sage, ich glaube, dass sich Mühe geben, machen sich keine Sorgen. Ihr Kind ist auch nicht so doof wie Sie. Ihr Kind ist ja nicht hier auf der Schule. Er kommt aus der Aachener Ecke, hat sich dann langsam vorgearbeitet bis hier nach Köln und er ist jetzt mittlerweile auf dem Kölsche Fass, in der überhaupt nicht mehr vorzudenken. Mit seinem Reden begeistert er uns immer wieder. Er war schon oft bei der Rheinfahrt und sogar und wir freuen uns immer wieder, wenn er da ist. Er ist im wirklichen Leben doch wirklich auch Lehrer für, Jürgen, ich glaube, für Griechisch, Latein und Geschichte. Hab ich noch behalten. Wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken mit dem Jubiläumsorden der Rheinflotte. Und wir rufen aus auf unseren Jürgen Becker, ein dreimal von Elze Kölle. Jürgen Becker und die Rheinflotte. Lieber Jürgen, vielen Dank. Wir sehen uns mit Sicherheit. Eine schöne Session. Macht gut und bleibt gesund. Tschüss. Thank you.
Alles Liebe, alles Gute, eine tolle Session. Wünsche euch, bleibt gesund. Tschüss, macht's gut. Dankeschön.